Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Es ist früh morgens, wir haben gut geschlafen, wir sind hier in Sicherheit gewesen zum Glück, haben leider Gottes noch keinen Teleporter gefunden, aber wer weiß, vielleicht wird's hier irgendwann mal wieder. Jo, bis dahin latschen wir einfach ein bisschen in der Gegend rum, da ist noch eine Blume, Wolfskraut, nehmen wir gerne mit. Und ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen verlaufen. Waren wir hier? Hier waren wir schon. Passt. Gut, Orientierung kommt langsam zurück. Ich wollte da oben noch schauen, stimmt. Vielleicht ist so ein Teleporter ja weiter oben versteckt. Weil das ist ja echt schon ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt längere Zeit keinen mehr... dass wir da keinen mehr gefunden haben. Entdeckt haben. Voll das. So, hoch, ja, genau. Du darfst fliegen. Da, 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 da. So. Da, di, da, da, da. Okay, da schaut's nach nichts aus, teleportmäßig. Bist du dieser Aasfresser? Den machen wir kaputt. Nein. Du, ich stopfe das Mäulchen. Au, der hat mich getroffen, das ist nicht gut. Ja, beiß mal, mein Kumpel. Da. Au. Du, ja, mach mal. Ja, Ray, geht schon. Hau drauf. So, ist fein. Jawohl. La-di-da-da-da. Auf die Go-Schaut. Au. Au. Ray, mach mich kaputt. Ray, fass. Los, hau drauf. Das hast du fein gemacht. Ich kann gleich wieder zum Lager zurückgehen und schlafen. Das wäre schon bald das Gesündeste. Aber wir tun zuerst mal speichern. So, neuen Spielstand natürlich. Also neu. Also einen frischeren. Also ja, ihr wisst, was ich meine. So. Den haben wir jetzt auch. Ich laufe einmal im Kreis herum. Dann laufe ich mal hier durch. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Warum? Sagt dir das dein sechster Sinn? Aha, da oben ist auch irgendwas Komisches. Aber ich suche ja nur nach einem... Um Gottes Willen, was ist das da unten? Ich bin schon fort. Ich bin schon weg. Das schaut uns nur aus. Oi, oi, oi. Das wird irgendwie... Oh Gott. Was mache ich da? Ich weiß es nicht. Ich suche nach einem Teleporter. So. Und renne mal durch die Gegend. Ich laufe einfach mal. Da ist irgendwie auch nichts versteckt. Da unten ist zufälligerweise auch keiner. Boah, das ist finster. Na, da ist so alles einfach nur verlassen. Okay. Dann haben wir mal die Erkundung abgeschlossen. Dann schauen wir, dass wir dieses Item kriegen. Das soll irgendwie da oben sein. So, wie geht's da drauf? Da oben? Da oben drum? Immer dieses Laufen. Ab. So. Dann sind wir da. Hallo, ist hier jemand? Ich hoffe, hier gibt es keine Minen, weil dann bin ich hin. Aber ich würde mich, ja, genau, den wollte ich gerade sagen. Schlafsack würde mich jetzt sehr freuen. Kleiner Elixiertrank. Was haben wir hier noch? Einen kleinen Ofen. Ja, ich würde sagen, wir ruhen uns mal kurz aus. Ich würde sagen, ja, bis zum Morgen machen wir mal. Es ist zwar ein bisschen dunkel dann wahrscheinlich, aber wir haben eh noch die Magnesiumfackeln, also von dem her müsste schon klappen. So. Ich glaube, das geht. La, 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 la. Gibt es hier noch was umsonst? Umsonst, ja, hier. Metallschrott.
Sonst schaut es eher mager aus. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Einfach mal so rundherum. Und dann geht es hier eigentlich noch bergab, aber da waren wir eh schon. Also gehen wir rauf. La di da 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 di da di da 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 di du di du. Aha. Oh, würde ich sagen. Da oben knurrt was, das ist gar nicht gut. Das ist nichts gut. Was haben wir hier? Unbrauchbare Verband. Unbrauchbare Verbandstasche. So. Jawohl. Ui. Sollen wir jetzt mal dieses Essen probieren? Vielleicht, ich habe da gesehen, da drin liegt jemand. Also schon verstorben. Aber. Also Schrottschild, können wir das auch anziehen? Fehlendes Talent, Konstitution. Ach so. Aha, da brauchen wir noch 20 Punkte dafür. Okay. Egal. Was wollte ich sagen? Essen. Genau. Ich möchte dieses eine Essen da probieren. Diese, wie war das? Diese Asselfleischsuppe. Ich esse jetzt mal eine. Und jetzt schauen wir mal. Ob sich das ausgeht. Schnell, schnell, Blut. Ich lese jetzt nicht vor, was da alles ist. Ich schaue einfach nur, dass wir dann schnell wieder wegkommen. Wieso hat er sich da hingelegt, der Trottel? Oh, gut. Haben wir überstanden. Tun wir schnell was essen. Und ich glaube, wir haben das Item. Was sehr gut ist. Ich würde sagen, wir schauen uns noch ein kleines bisschen um. Aha, da oben ist auch noch ein bisschen Strahlung. Hoffentlich kann ich das noch rechtzeitig knacken, bevor wir sterben. Aha. Das war wohl nichts. Ja, ja, ist schon gut. Aha, der Dietrich ist gebrochen, deshalb. Jetzt vielleicht? Nein. Das war wohl nichts. Hör auf, ist schon gut. Ja, und wie soll das gehen? Drei vielleicht? So? Na. Vier vielleicht? Das war wohl nichts. Alter! Wie ist denn das gemeint? Das stimmt ja auch nicht. Das stimmt auch nicht. Fünf und drei. So! Zu einfach. Aha. Ja, nicht für mich. Antitoxin, Resistenzgift und goldener Kelch, zwei Stück. Ist einige Splitter wert. Passt dem alles mit. Metallschrott, Sprengrakete, Öllämpchen, Schlafsack. Soll man? Ah! Scheiß der Hund drauf. Ja, stehen wir schön gemütlich auf. Dann laufen wir hier rüber. Ganz schnell und fix. Dann können wir hier noch rauf. Oh ja, Spinnen. Keine gute Idee, keine gute Idee. Lauf einfach. Keine gute Idee. Puh. Sind wir entkommen? Ich hoffe. So, hüpf. Aha, die spuckt noch. Müssen wir mal ein Stück laufen. Ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Na, super. Aber hier ist weit und breit kein Teleporter. Da oben, bei diesen Windmühlchen, da, Windmühlen, sage ich schon. Kann man zu den Windmühlen sagen? Na, nicht wirklich, ne? Wind... Reaktoren, keine Ahnung, wie sagt man dazu? Windräder. Windräder, ne? So. Vielleicht ist da oben irgendwo ein Teleporter. Aha, da wären zwei Aasfresser. Ich speichere mal. Wir haben das Item bekommen. Das ist eh schon mehr, als ich eigentlich wollte. Und dann werden wir noch versuchen, ein paar Erfahrungspunkte mitzunehmen. Komm her. Na, nicht herumkratzen, du kannst ruhig kommen.
Zack. 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 Ray, du darfst. Wie die voll auf mich da fixiert sind, diese Mistviecher. Au. Ich müsste mich mal verstecken. Wow. Ich müsste echt mal weg. Ich müsste mal was trinken gehen. Also Fleisch geht schon mal. Nehmen wir gleich 5-6 Stück. Ray? Pfosten? Wieso kämpfst du nicht? Verschissener Bastard! Na wohl, geht ja. Boah, ausweichen. Weg. Stirb weg. Jawohl. Wow. Ist es hin? Ich habe keine Ahnung. Das erste ist zumindest schon mal tot, ja. Kommt das Viech her? Ja. Na, es geht. Wir können was trinken. Sehr gut. Und zack. Der lässt schon mal die Federn fallen. Alter. Saufviech. Stück weg, Mistviech, echt. Rein in den Rücken, jawohl, so muss das sein. Zack. Sorry, hau drauf. Jawohl. Sehr gut gemacht. Geht ja. Puh. So, looten. Looten. Super. Ich guck mal, ob wir hier einen Teleporter sehen tun. Da drüben könnte vielleicht meiner sein. Schaut verdächtig aus, das Gebäude. La la lila. Lauf mal durch die Gegend. Speichern wäre auch gut. Da vorne ist wieder so ein Schakal. Alter Schwede. Also gut, speichern. Yep. Tja. Passt. Und dann würde ich sagen, gehen wir den Schakal da vorne an. Das da drüben könnte auch was sein. Schaut auch so was Besonderes aus da drüben. Oh, weia. Das sind Viecher. Die sehe ich auch erst jetzt. Ray, du darfst auch mal draufhauen. Nicht immer nur ich. Geht ja. Doing. Richtig hohl. So. Jawohl. Boah, da kommen Viecher, die mit denen wir nichts zu tun haben. Ray, lauf weg, du Depp. Ich glaube, das ist sein Ende. Tja. Ja, ja, da kommt der Raunz auch schon dazu. Ach Gottchen. Hat er mir jetzt gerade die Erfahrungspunkte gestohlen, das ist nur Saufen. Ja, warte, das geht so nicht. Das geht so nicht. Lass mal das, beziehungsweise muss ich das anders machen. Wo ist denn das Viech jetzt herkommen? Echt lästig. Wirklich lästig, muss man schon sagen. Ich schau mal kurz runter. Da unten wäre schon wieder ein Lager. Und Lava? Sehe ich das richtig? Da ist Lava? Okay. Aber irgendwas Blaues ist da wieder nett, ne? Also so teleportmäßig. Mann, ey, da wären die Schakale jetzt gar nicht mal so schlecht gegangen. Aha. Ist das eine Brücke? Da hat jemand was gebaut. Aber ob das so gesund ist, da runter zu gehen? Keine Ahnung. Ich schaue mich mal kurz da drüben um. Ich gehe mal in die Richtung zu diesem Dingens da. Ich weiche auch mal das Viech da aus. Vielleicht finden wir noch einen Teleporter an. Das ist da vorne. Ah, das ist wieder dieses rote, komisch. Jawohl, da ist einer. Da ist einer. Wir haben einen. Juhu. Jetzt bin ich dann schon glücklich. Sehr, sehr gut. Haben wir schon was gefunden.
Sehr gut, endlich. Mein Bruder hat mal versucht, an einem dieser weißen Türme hinaufzuklettern. Ist er deppert? Ja, sein Bruder ist deppert, hat er eh schon gesagt. Er hat es eh schon gesagt, sein Bruder hat einen Schaden. Na gut, das hätten wir mal. Sofort speichern, bevor noch irgendein Blödsinn passiert. Sehr gut. Das war mir wichtig, weil jetzt können wir die Quest abgeben. Und zwar müssen wir dafür hier zurück, weil jetzt haben wir, wo sind wir eigentlich? Wo sind wir? Ich finde uns gar nicht mehr an. Da? Aha, wir sind gar nicht weit weg. Lol. Okay. Passt schon. So, wir gehen zurück. Ich habe gerade, das sind wir irgendwo. So, gehen wir mal ab, die Quest. Vielleicht können wir auch schon das mit Schnaps abgeben, irgendwie. Das wäre ja auch nicht schlecht. Es leckt noch ein bisschen, weil es laden tut. So. Diese Teile braucht jetzt dieser komische Wissenschaftler-Typ, ne? Dafür müssen wir hier wieder runter. Heureka! Doin. So. Dann weiter, glaube ich, da herüben. Hallo. Servus, du komischer Kleriker. Hier sind deine... Achso. Alles extra. Na gut, hier ist dieses Instruktor-Dingsbums. Hier ist ein inverser Phaseninduktor. Sag ich ja. Ah ja, dann kriege ich endlich das Problem der Phaseninkonsistenzen gelöst. Okay, aber da fehlt noch was. Beeil dich, der Duke wartet. Ja, ja, da haben wir sie schon. Dieses Edwards-Kondensator. Hier, dein proprietärer Edwards-Kondensator. Wofür brauche ich den denn nochmal? Egal, fällt mir schon wieder ein. Alter, gut, ich klatsche dir. Aber leider noch nicht alles, was ich brauche. Hol es, schnell. Da hast du diese Kreuzankerspule. Da hast du deine Kreuzankerspule. Ist die denn auch konzentrisch? Sieht ganz so aus. Wow, du hast mir tatsächlich den ganzen Kram besorgen können. Endlich kriege ich den Big Bang fertiggestellt. Natürlich werde ich noch einige Zeit dafür brauchen. Du kannst ja so lange dem Duke sagen, dass hier alles glatt läuft oder so. Kannst es aber auch lassen. Ja, keine Ahnung. Ich will euch jedenfalls nicht beitreten. Aber alles andere kann man ja machen. Questmäßig sowieso auch. Sind alles Erfahrungspunkte. Ist jetzt Stufe aufgestiegen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich verdrückt, Entschuldigung. Ja. Na, aber fast. Hat sich gar nicht so wenig gebracht. 2000 Erfahrungspunkte. Oh. Hat sich ausgezahlt, das Teil zu holen. Also die Teile zu holen. So, Herr Duke, der ist da oben daheim, ne? Ein zahmer Schakal. Sowas hätte ich auch gern. La li la la la. Ra, 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 da, ra. Servus im stockfinsteren Loch hier. Herr von und zu Duke. Kann ich es nicht irgendwie beschleunigen, ein Outlaw zu werden? Na, dein Big Bang wurde fertiggestellt. Dein Big Bang wurde fertiggestellt. Ha, na siehste. Wusste ich doch, dass du was taugst. Oh oh. Eine Erinnerung. Der Elixitor bittet mich um eine Unterredung. Was gibt es, Tarek? Wir müssen über deinen letzten Befehl an unsere Soldaten im Grenzland zu Ignadon reden, Zardom. Mir missfällt deine Verschwendung von Ressourcen für unwichtige Ziele. Unwichtig? Wenn die Maschinen der Kleriker in den Eispalast stürmen, denkst du vielleicht anders darüber? Konzentrieren wir uns zunächst auf Abessa. Die Kleriker in Ignadon haben gar nicht die Mittel, die Barriere zu überwinden. Ich höre den Hybriden reden. Sag mir, seit wann ist unsere Stärke die Überheblichkeit? Du zweifelst an der Autorität des Hybriden? Die Direktive besagt, alles Elex dem Hybriden.
Hast du dich schon einmal gefragt, was geschieht, wenn wir die restlichen Elex-Bestände aus den umliegenden Ländern der freien Menschen abgeerntet haben? Ich warne dich, Zardom. Treibe es nicht zu weit. Alles Elex heißt genau das. Der Hybrid wird auch vor deinen persönlichen Beständen keinen Halt machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch wir zu den Konvertern abkommandiert und dort abgeerntet werden. Siehst du das denn nicht? Die Pläne des Hybriden sehen nicht vor, uns zu vernichten. Wir werden die Ersten sein, die von der Vollendung seiner Arbeit profitieren. Also lass endlich dieses Gerede. Sonst zwingst du mich irgendwann dazu, dir deinen Status zu entziehen. So, und jetzt geh und finde wieder einen Weg zurück zur rationalen Vernunft. Ja, das werde ich. Interessant. Wie ist denn der Status vom Big Bang? Ist das Ding schon unterwegs zu seinem Zielort, wie ich es Konrad befohlen hatte? Der Big Bang hat seine Bestimmung noch nicht gefunden. Jo. Der Big Bang hat seine Bestimmung noch nicht gefunden. Konrad soll das Ding endlich nach Ignadon ausliefern. Und zwar sofort. Geh und erledige das. Beweg dich. Jawohl, Chef. Aber erst im nächsten Part. Wow, für heute waren wir ja schon brav. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich glaube, Konrad ist nicht mehr da. No, den müssen wir dann erst suchen gehen. Na gut, ihr Lieben. Also dann, tschüssi.